Ich habe es bereits mehrfach angekündigt und jetzt kommen wir zu den beiden Techniken Legetechnik und Stop Motion. Oder wie ich es ganz gerne nenne, die einfachste Animation der Welt. Legetechnik und Stop Motion sind zwei Videotechniken, die sich aus meiner Sicht hervorragend für Schule und Unterricht eignen. Gerade weil wir damit sehr gut Videos mit Schülerinnen und Schülern erstellen können. Stop Motion, das orientiert sich an dem Prinzip des Daumenkinos. Mehrere Einzelbilder, die durch einen Effekt hintereinander gelegt werden und dadurch wirkt es so, als würden sich Objekte bewegen. Genauso machen wir es bei Stop Motion. Wir machen Bilder. Also es ist eigentlich gar kein Video, sondern es sind Bilder. Und dann nutzen wir eine spezielle App, die heißt Stop Motion Studio und die sorgt dann für den Effekt, setzt die einzelnen Bilder hintereinander, legt einen Effekt darauf und dann wirkt es wie ein bewegtes Video. Diese App habe ich Ihnen natürlich unter dem Video verlinkt und sie ist selbstverständlich in der Basisversion kostenfrei. Bei Stop Motion haben wir also die Möglichkeit, mit Bildern zu arbeiten und das gibt uns natürlich eine ganze Menge Vorteile. Die Hemmschwelle ist deutlich niedriger, so etwas zu erstellen. Bilder können leicht wiederholt werden, sollten irgendwelche Fehler passieren. Nachteil ist, wir brauchen relativ viele Bilder. Ein Bild pro Sekunde ist zu wenig. Das Video, was wir jetzt hier gerade nehmen, das wird mit 25 bzw. mit 30 Bildern die Sekunde aufgenommen. Das sind zwei sehr gängige Formate. Wenn ich das jetzt mal hochrechne, 25 Bilder die Sekunde und ich möchte ein 1,5 Minuten Video machen, oh, das wären aber viele. Bei Stop Motion sind so viele nicht erforderlich, aber 3, 4, 5, vielleicht auch 6, 7 Bilder pro Sekunde sorgen dafür, dass es sehr flüssig wirkt. 5 Bilder die Sekunde auf 90 Minuten, 450 Bilder, das ist eine ganze Menge. Da muss man sich überlegen, wie flüssig soll es tatsächlich sein und wie hoch der Aufwand. Probieren Sie das aber am besten einfach mal mit der App, die ich Ihnen verlinkt habe, aus. Dann bekommen Sie ein gutes Gefühl dazu. Zu Stop Motion können wir sowohl uns persönlich nehmen, indem wir uns bewegen. Aber sehr beliebt ist vor allem, Objekte, Figuren zu nehmen. Lego, Playmobil, um mal zwei Markennamen zu nehmen. Kann natürlich auch No-Name-Sachen hier sehr gut verwenden. Man kann auch die unterschiedlichsten Objekte zum Einsatz kommen lassen. Und das ist für mich einer der größten Vorteile beider Techniken. Wir können kreativ werden. Und das wollen wir doch eigentlich in Schule und Unterricht, wenn wir Videos und Audios mit unseren Schülerinnen und Schülern erstellen. Sie sollen kreativ werden. Und das geht mit diesen Techniken sehr gut. Meine persönliche Lieblingstechnik ist Legetechnik. Wir haben in diesem Kurs sogar schon ein Legetechnik-Video gehabt, nämlich das zu den 10 Prinzipien von Richard Mayer. Übrigens tatsächlich ein Video, was ich in meinem letzten Seminar des Studiums hier an der Universität erstellt habe. Tatsächlich also mal ein Produkt, was in einem Lernkontext entstanden ist, was ich heute noch nutzen kann. Und so soll es ja sein. Bei Legetechnik filmen wir immer von oben. Und ich hatte es im letzten Kapitel zur Basisausstattung schon mal gezeigt. Ich arbeite dann gerne mit so einer Filmkiste. Denn hier kann ich einfach das Handy, das Tablet drauflegen und hier unten kann alles stattfinden. Damit Sie sich das genau vorstellen können, habe ich sowohl zu Stop Motion als auch zu Legetechnik kleine Beispielvideos erstellt und auch gefilmt, wie ich diese gemacht habe. Sie finden das natürlich unter diesem Video. Ein großer Vorteil der Legetechnik ist, wir sehen nur die Hände einer Person. Also bei so Fragen nach Persönlichkeitsrechten, Rechten am eigenen Bild, wenn ich Videos mit Schülerinnen und Schülern erstelle, die muss ich mir hier gar nicht unbedingt stellen, weil nur die Hände zu sehen sind. Außerdem, wie gesagt, auch hier die Kreativität. Elemente für Legetechnik können gebastelt werden, sie können gedruckt werden, sie können gezeichnet werden. Man hat hier ganz viele Möglichkeiten einer einfachen Visualisierung, braucht aber im Endeffekt relativ wenig Requisite und Material. Aus diesen Gründen ist für mich Legetechnik, also Objekte hineinlegen bzw. herauswischen und Stop Motion, die Technik der Einzelbilder, perfekt geeignet für den Einsatz im Unterricht, gerade dann, wenn wir Videos mit Schülerinnen und Schülern erstellen wollen. Und in dem Sinne gilt jetzt auch, probieren Sie das aus. Seien Sie kreativ und haben Sie einfach Spaß.